Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Wir gehen jetzt den Weg rechts gegen Gamora. Vorher gehen wir nochmal in unseren Wissensbaum und können für 40 Punkte was einlösen. Da gehen wir auf Schuss-Items. Wir machen jetzt mal oben den Kreis mal voll, weil den haben wir wirklich hart vernachlässigt hier drin. Der hat jetzt auch nicht so die geilen Sachen für meinen Kampfstil. Sturzvermeider ist halt sehr gut. Wenn ich es mal nutzen würde mit Schildknöpfen und so. Ich versuche schon das Ausweichen mehr zu nutzen, aber ich glaube, Shielden wird noch ewig dauern, dass ich das richtig effektiv nutze. Schwerer Schaden für dich, gegnerische Ultra Smash ist plötzlich bereit. Das ist bei Bayonetta extrem kacke. Und er ist gleich wieder spontan so. Hallo, ich bin bereit. Ein bisschen Damage drücken. Gut, dass ich Autoheilung habe. Wo ist denn die Smash? Ich meine, ich frag nicht danach. Ach, schade. Oh, die Mine wäre geil gewesen. Okay. Wo war ihr Smash? Wo war der plötzliche Schaden? Und ach, keine Ahnung. Habe ich plötzlich einen Schaden bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich beschwere mich nicht. Könnte viel hätte viel schwerer sein können, der Kampf. Also, alles egal. So, Bereich öffne dich. Was haben wir denn hier für einen Bereich? Eine Crazy Hand haben wir auf jeden Fall wieder. Und mehrere Wege. Okay. Der Super Sternring. Der bringt mir, glaube ich, nichts bei der Hand. Ich will es einfach mal ausprobieren. Hallo, Crazy. Oh. Ah, ja, ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Ich hab's vergessen. Aua. Bitte greif mich nicht. Bitte greif mich nicht. Auch okay. Ach, scheiße. Hätte jetzt auch gut in die Hose gehen können, by the way. Der Bena oben. Schilden. Ah, das geht nämlich gerade so. Nicht schon wieder das. Geh weg damit. Das ist der schlimmste Angriff, den ihr habt. Ah, der letzte trifft immer. Ich versuche den immer zu schilden, aber... Nein. Das reicht nicht. Oh mein Gott. Nein! Du Kackhand! Ich konnte nicht mal hoch B drücken. Es ging nicht. Ist das, wenn man aus dem Schild geprügelt wird? Geht das da nicht? Oh, das ist assi. Da juckt die nicht. Schade. Aua! Ich spring auch immer wieder rein. Aua. Bitch Slap. Ja, ja, mach da hinten, ist okay. Nein, greif mich nicht. Lass mich in Ruhe. Jetzt hat er mir so eine Pflanze angeheftet. Ernsthaft? Weg. Hey, der letzte trifft doch immer. Mein Gott. Da kann ich aber schilden. Hey. Nein, wieso machst du das immer in die falsche Richtung? Nein. I learned. Oh Gott. Okay, cool. Komm schon. Ah, oh, die letzten KP dauern immer am längsten. Ich mag Crazy Hand nicht. Crazy Hand ist anstrengend. Gibt aber immer sehr viele
deinen Juwelen. Also beschweren kann ich mich da mal nicht, ne? So, passiert da jetzt was mit dieser Uhr da? Oder dieser Apparatur? Was ist denn das da? Guck mal, da geht's auch links in eine Höhle. Warte mal. Oh, lol. Gravity Man. Schwerkraftschutz, kann ich jetzt schon mal sagen. Ohne das Ding gelesen zu haben. Ja. Mit dem dunklen Samus-Skin, der wirklich eklig aussieht. Aber cool. Ach, wie sie jetzt bald rumschwebt. Hui. Komm, flieg. Mein Gott, wenn Gegner so lange schweben, ist das nicht schön. Starke Schwerkraft, das ist natürlich uncool. Aber ich fliege jetzt nicht so weit. Hä? Ich hab... Als ob ich das nicht abfangen konnte. Komm her. Ach, es ist ein KP-Kampf, deswegen... Mein Gott. Okay, warte. Zack. Ist die darüber geswaffelt? Fall da rein. Jetzt habe ich es explodieren lassen, wow. Nee, nee, nee. Lass deinen Smash mal stecken. Ich weiß gerade nicht, wie der dunkle Samus-Smash aussieht. Das ist nicht cool. Was wird ein Aktivitätsleiter? Ich will mal Shops haben. Mehr Shops. Aber ich glaube, ich habe alle Shops schon. Dojo Schwerkraft. Okay. Wo geht's hier hin? Ach so. Okay. Krakko. Schon wieder so Kirby-lastig. K.O.-Heilung und Rückenschild. Pikachus sind dabei. Da ist das Rückenschild nicht so verkehrt. Und wir müssen DDD besiegen, dann ist der Kampf gewonnen. Okay. Ah. Ja, okay. Haben wir es schon geschafft? Fällt er jetzt runter? Ach, da ist eine Plattform. Verdammt. Ein Pikachu hat sich selbst erledigt. Das ist schon mal nett. Das ist nicht passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib stehen, bitte. Bleib stehen. Ich dachte gerade, ich hätte mein Limit schon. Also mein Limit Break. Nein, hatte ich nicht. Flieg und Sieg. Oh, verdammt. Habt ihr das gesehen? Wie krass das geflogen ist. Geh wieder weg. Nein. Mega. Der fliegt schon so krass jetzt. Kommen Sie her. Komm. Nein, geh weg. Oh, wow. Jetzt habe ich mein Limit Break. Er hat mich getroffen. Schade, dass ich mein Limit Break nicht machen durfte. Wenn ich Limit Break sage, meine ich übrigens die Ulti, den Smash. Weil ist halt Clouds Limit Break. Okay, hier sind extra Wolken drüber, damit man nicht sieht, was abgeht, oder was? Der Wild Gunman! Franklin Badge. Gunman klingt nach Pistolen. Alle beginnen mit 300% Schaden. Unverwundbarkeit für alle. Nach Gegner-Kur erscheint versteckt. Was? Achso, das ist ein Random-Event. Unverwundbarkeitsphasen. Mein Franklin Badge hat mich hart gerettet. Warte, aufladen. Next. Next. Ach, schade, ich dachte, das wäre schon. Ja, easy game. Kein Problem. Bis die gelandet sind, habe ich die abgeschossen.
So, wie komme ich denn... Ach du großer Gott, wie komme ich denn... Oh, okay, das ist einmal... Jetzt bin ich aber woanders. Moment, ich will aber da oben den Geist. Okay, hier gibt es keine Alternative. Aber hier? Ja. Ah ja, okay. Snacks und drei heilige Schätze von Kid Icarus. Alles hoch. Drei heilige Schätze und es ist nur ein Pit? Reflektierpit. Ah. Das erklärt's. Oh, das darf ich nicht machen. Ist der Reflektierpit. Komm runter. Aua. Ist das immer noch Reflektierpit oder kann ich den jetzt bewerfen? Oh! Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich Sachen werfe. Kannst du mal aufhören zu reflektieren? Ich weiß, das ist dein Name, aber... Das muss nicht sein. Tschüss, Mann! Schuss-Items hoch. Dass der dauerhaft reflektieren kann, ist ein bisschen ob... Das ist ganz schön gemein. Was machen denn da so Helden wie... Ness oder so? Oh, jetzt komme ich nie wieder raus. Ich sehe schon kommen. Okay, da lang. Dann hier lang, glaube ich. Und dann müsste ich hier unten rechts rauskommen. Nein, ich bin links rausgekommen. Okay, warte. Dann hier. Nein, man kann da nicht abbiegen. Dann hier lang. Genau, okay. Oh Gott. Loki aus Bayonetta. Ach, Bayonetta-Musik ist so chillig. Mit Sheik, Unsichtbarkeit für Gegner. Oh. Wenn ich dir das plante, ne? Hat sie die Blume dann auch, wenn sie unsichtbar ist? Jetzt hat die mir das gegeben. Ja, hat sie, okay. Aber sie hat das Item. Kannst du mal aufhören? Alter, Alter. Du bist kein legendärer Gegner, soweit ich weiß. Oder ist Loki legendär? Der ist ja richtig jetzt. Oh nein. Na. Stand das im Kampfvertrag? Ich kann gerade nichts. Oh. Aha, Trottel. Kann die mal aufhören? Oh, Sheik unsichtbar ist ja richtig unangenehm. Weil es bringt dir nichts zu wissen, wo sie ist. Ach, ich muss das einsammeln, dass das Item... Aha, oh, ich dachte... Okay. Ich mach so. Ja, dann springt die mir nämlich immer rein. Aua. God damn it. Unsichtbarkeit. Gib mir die Uhr, gib mir die Uhr. Gib mir doch mal die Uhr, was ist das? Wieso kriege ich die nicht? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich habe sie gekriegt. Kampfwege mit schwarzen noch. Ne, war auch nur ein 3 Sterne, kein legendärer. Ganz schön nervig dafür, dass er nur 3 Sterne hatte. So, wo sind wir denn jetzt? Hier ist eine Kiste. 3000 Geisterpunkte. Sehr gut. Ich kann nicht in diese Kiste rein. Okay, da bin ich nämlich ein bisschen paranoid geworden jetzt. Was ist das? Hier mit den Wegen. Meta Knights. Wie man einfach dran vorbeigehen kann.
Warte mal. Ah ne, die Kiste da versperrt den Weg leider. Gut, machen wir die Meta Knights. Der eine Meta Knight hat eine andere Farbe. Komm schon. Oh Gott, alle. Achso, die haben KP. Leider nur eingemacht. So, tschüss, Meta Knight. Schwertangriffe hoch. Heißt das, Cloud zum Beispiel hätte immer Angriff hoch, weil 90% seiner Angriffe aufs Schwert basieren? Oder ist das für Schwert-Items? Das ist jetzt die Frage. Ampharos. Elektrobodenschutz brauchen wir da. Nehmen wir mit. Guckt so glücklich. Und Pichu mit seinem Feuerbandana. Das ist ein großes Pichu, wa? Trotzdem fliegt es sehr gut raus. Das ist halt das Starke an Cloud, ne? Seine Schläge sind so krass. Er ist nicht so leicht, dass er so krass schnell rausfliegt. Er ist nicht so schwer, dass er irgendwie sich schwer zu bewegen. So schwer bewegen ist Omega Ridley. Ja, lecker, Mio. Metallschreck. Und wir haben Metallschreck noch als Basisding. Ich weiß nicht, ob das stackt. Wenn es stackt, wäre nice. Wir machen auf jeden Fall 10 KP Damage pro Schlag. Das ist gut. Und natürlich hat er dauernd Feuer, oder was? Das ist natürlich schon wieder mega fair. Ich meine, irgendwie muss er das ja ausgleichen. Ah, jetzt... Nein. Er hat gerade Vorteil. Er hat seine Ult. Kann er die bitte jetzt nicht machen? Er trifft mich. Es ist einfach. Wir haben genau viel, gleich viel KP. Der letzte Damage macht auch noch... Ja. Die letzte Animation macht auch noch Damage. Das ist ein Bullshit jetzt gewesen. Das ist ein Dauerfeuer, ey. Ich hab Feuerschutz habe ich. Einfach mal auf Abstand halten erstmal. Ach komm. Ich weiß, den Move mache ich bei Ridley auch sehr gerne. Komm, wozu habe ich den Metallschreck? Okay, wer mehr, wer mehr, wer mehr, wer mehr. Okay. Gewonnen. Glück gehabt, dass er seinen Smash nicht gemacht hat. Gewicht hoch, Legende. Nice. Da, für eine Legende war der Kampf ganz schön leicht. Er war nervig, aber leicht. Da gab es schon schlimmere. Aha. Lucina. 30 Lernjuwelen. Dann holen wir noch Lucina. Autoheilung. Cheat Mode activated. Autoheilung ob. Und ich wechsle bestimmt auch irgendwann nochmal Cloud, aber ich mag Cloud halt mega. Cloud ist sehr gut zu spielen. Nein. Aber dieses Ausweichen kann man irgendwie nur in der Luft, ne? Dieses Dashen. Nee, die kann das auch irgendwie so. Ich verstehe das mit diesen... Ah, doch. Ach nee, aus dem Stand. Ah, aus dem Stand geht das auch. Okay. Aber nicht im Laufen. Ah, wenn ich es gedrückt halte, geht das auch. Okay, verstanden. Ah, du Sau. Das muss ich jetzt noch ein bisschen lernen, dieses Rumgedasche. Und dann läuft es eigentlich mit Cloud.
ein paar Kombos und dann geht's ab. So, Lucina hätten wir auch geklärt. Irgendwie laufe ich hier im Kreis. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Ah, okay, sehr gut. Quickman. Ich glaube, der ist schneller als wir. Wieder Lipstick dabei, ey. Ich wünschte, ich könnte diesen Geist ausschalten. Okay, er jagt nach Items, aber schneller ist er anscheinend nicht. Was macht er denn? Das sieht schon wieder nach so einem Suicidal-Charakter aus gerade. Ach, der hat KP. Ja. Stimmt. Der Bumerang könnte den richtig abfacken. Wenn man alle Richtungen ein hätten. Mein Gott. Die Bumeränge sind schon fast behindernd im Kampf. Blume mal wieder. Mein Gott. Mein Gott. Ich werfe jetzt einfach Bumerang. Ganz Zeit. Was ist die Metze vom Bumerang? Bumeränge? Bumerange? Bumeringos? Keine Ahnung. Ich will nur mit meinem Schwert hauen und ständig hast du da welche Kackgeschosse in der Hand. Gewonnen. Gott, war das nervig mit dem Bumerang. Was ist die Metze vom Bumerang? Weiß es echt nicht. So, Grey Fox haben wir hier. Anscheinend haben wir dann alles hier geklärt. Den machen wir noch. Helfer-Schrecke, ja, der kommt jetzt auch. Als Helfer wahrscheinlich. Und eine schnelle Sheik, ja, danke. Let me feel alive. Okay, ja, ist okay. Ja, ja, du lebst. Ist okay. Oh Gott. Ja, du lebst. Oh, ich hasse dich. Natürlich kommt der nochmal wieder. What the fuck? Gib mir das Rückenschild, bitte. Aua, jetzt hat sie das. Ich wollte nicht ihn. Ach, verdammt, beide verkackt. Wie viel Alive willst du dich denn noch fühlen? Okay, er ist weg. Wie ich das doch noch gewonnen habe mit 145% ist mein Rätsel. Beide Smashes verkackt, das hätte sehr schlimm ausgehen können. Uff. So, wo geht das? Von hier aus gelangst du anscheinend zurück zum Eingang. Ah, okay. Das ist der Schloss Draco. Oh. Das ist cool. Das sind verdammt viele Gegner. Alter. Oh, boah, das sind richtig viele. Boah. Eins, zwei. Boah. Boah. Drei Charaktere habe ich jetzt auf die Schnelle. Wie? Was? Ich meine, geil. Geil. Wir gehen nochmal in den Wissensbaum zum Abschluss. Wir gehen nochmal in den Wissensbaum zum Abschluss. Wir haben ja schon wieder 94. Können wir hier hinten was voll machen? 100. 30. 80. Spezialtechnik hoch. Alles klar. Ah, man kann die wieder... Ach so. Und man kann die wieder... Oh mein Gott. Achso, dann vergesse ich den automatisch. Ja, ist klar. Okay. Okay. Wenn ich den vergesse, muss ich also alle die vergessen und kriege 300.
Man kann umskillen, ganz easy. Okay, cool. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Smash Bros. Ultimate. Sterne, Ehren, Lichter, wenn wir uns durch Schloss Dracula prügeln. Bis dahin. Ciao, ciao.